Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr das Haupt-Easter Egg auf der Karte Firebase Z lösen könnt. Und zwar fangen wir direkt mal damit an. Schritt Nummer 1 ist, den Strom und Packer Punch freizuschalten. Für alle die noch nicht wissen, wie es geht, werde ich oben in der Infokarte ein Video verlinken. Dort erkläre ich das nochmal detailliert. Wenn ihr das dann nun gemacht habt, dann geht ihr zurück zum Spawn und redet mit Dravanov. Und danach redet ihr nochmal mit Dr. Pax. So. Wenn ihr das dann nun gemacht habt, Leute, dann wartet ihr, bis er zu Ende geredet hat und begebt euch wieder zurück zum Spawn zu Ravanov. So, wenn ihr dann bei Ravanov seid und mit ihm gesprochen habt, dann wird er euch, nachdem er mit euch geredet hat, euch eine Schlüsselkarte droppen. Diese Schlüsselkarte nehmt ihr dann auf, weil ihr müsst jetzt ein Wahrheitsserum zusammenmischen und diese Schlüsselkarte braucht ihr, um die verschiedenen Gemische aufzusammeln. Die Gemische befinden sich in drei Schließfächern und ich zeige euch jetzt, wo diese ganzen Schließfächer sind. So Leute, der allererste Schließfach befindet sich am Spawn, wenn ihr die erste Tür aufkauft, im Materiallager direkt rechts. Öffnet den Schrank, dann seht ihr schon das Gemisch. So, Gemisch Nummer 1 haben wir schon mal. Begeben wir uns zu Gemisch Nummer 2. Der befindet sich hier unten bei der Montage. Dort habt ihr wieder so ein Schließfach, den könnt ihr wieder öffnen und Gemisch Nummer 2 herausnehmen. So, dann fehlt uns nur noch ein Gemisch, Leute. Und dieser befindet sich im Büro des Oberst. Dort neben dem Safe ist auch nochmal so ein Schrank. Dort schiebt ihr auch die Schlüsselkarte einmal durch und hebt Gemisch Nummer 3 auf. So, wenn ihr dann alle drei Gemische aufgehoben habt, dann begebt euch zum Feldlazarett und dort ist eine Maschine. Dort betätigt ihr einmal und es mixt dann euer Serum zusammen und passt auf, wenn ihr das macht, dann spawnen Höllenhunde. Ihr müsst die ganzen Höllenhunde töten, dann betätigt ihr noch einmal hier dieses Gerät und es führt euer Wahrheitsserum hier in dieses Verteilersystem. Dieses hebt ihr auf, Leute, und begebt euch zur Omega Portalkammer. Hier darunter ist hier diese Klimaanlage, dort könnt ihr dann dieses Verteilersystem platzieren. Und durch dieses Verteilersystem fliegt jetzt fließt jetzt das Gas bzw. das Wahrheitsserum durch die Klimaanlage hier zum Doktor und er fängt dann an zu tanzen und ein bisschen zu quatschen. So, ihr wartet jetzt hier, bis ihr noch einmal mit ihm reden könnt, Leute. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann wird er euch kurze Zeit später sagen, dass ihr zur Datenzentrale sollt. Und dass wir da eventuell was finden können, was uns helfen wird. Ihr begebt euch zum Datenzentrum, Leute. Und im obersten Stockwerk ganz hinten befindet sich diese Maschine. Dort betätigt ihr einmal. Und jetzt kommt ein bisschen kniffliger Schritt. Hier habt ihr diese Essenzfallen, Leute. Die nehmen den Platz eurer Taktikgranate im Inventar ein. Und die funktionieren so ähnlich wie C4s. Also ihr wirft diese Falle und dann drückt ihr zweimal die Zünden-Taste. Auf Xbox wäre das die X-Taste, auf PlayStation die Viereck. Und ich glaube auf der Tastatur wie die standardmäßig die F-Taste. So, jetzt müsst ihr drei Mimics fangen, Leute. Das sind die Imitator, glaube ich, heißen die. Und ihr müsst bestimmte fangen. Also lauft durch die ganze Map, dann habt ihr manchmal hier diese Orte, wo hier Loot drum liegt, Leute. Da liegen dann drei Sachen rum und von einem von diesem Loot spawnt dann so ein Boss. Und den müsst ihr jetzt low machen erstmal. Macht den so low wie möglich, Leute. Passt auf, aber dass ihr ihn nicht tötet. Denn ihr müsst den jetzt einfangen. Wenn ihr den dann low genug habt, wirft eure Essenzfall auf den Boden, zündet sie dann, wenn er in der Nähe ist und ihr saugt den dann ein. Das Ganze funktioniert so ähnlich wie im Pokéball. Wenn der Zombie schwach genug ist, dann bleibt er drinnen und wenn er noch zu viel Leben hatte, dann bricht er da aus und ihr müsst eine neue Falle vom Datenzentrum holen und es nochmal versuchen. So Leute, es ist wirklich ganz wichtig, das funktioniert nicht mit diesen random Imitatoren, sondern mit diesen, die aus diesem Loot kommen, aus diesem Fake Loot quasi. Wenn ihr den Mimik dann gefangen habt, dann bringt den zurück zu dieser Maschine, wo ihr diese Falle her habt. Dann könnt ihr das hier rechts platzieren und die Erinnerung dieses Mimics auslesen. So Leute, merkt euch das. Wir brauchen die Erinnerung von Brahms, der jetzt redet, von Sabin und Sokolov. Wenn ihr das dann gemacht habt, beendet die Runde und sucht danach noch ein Mimik. Und zwar, Leute, gibt es da verschiedene Orte, wo die spawnen. Ich guck mal, hier oben am Spawn zum Beispiel liegt wieder etwas Loot. Dort liegt noch was und da liegt auch noch was. Und aus diesem Loot hier spawnt ein Mimik. Den macht ihr wieder low und fängt den dann ein. Leute, es gibt auf der ganzen Map verschiedene Orte, wo die spawnen können. Also lauft immer einmal überall lang und schaut, wo Loot auf dem Boden liegt. Und ihr müsst diesen Mimik dann auffangen, der aus dem Loot spawnt. So, wenn ihr das dann gemacht habt, dann begebt ihr euch wieder zurück zum Datencenter und gebt auch diese Kassette ab, beziehungsweise diese Falle und lasst die Erinnerung auslesen.
Wie ihr seht, ist das die Erinnerung von Sokolov, also ist das auch schon mal richtig gewesen und wir gehen zum dritten Mimik. Mimik Nummer 3 war bei mir hier beim Militärkommando. Wie ihr seht, ist aus der Granate vom Boden gespawnt und hier machen wir wieder das gleiche. Wir machen ihn low und wenn wir ihn dann low gemacht haben, dann werfen wir unsere Falle auf den Boden und zünden es, wenn er in der Nähe ist, und saugen ihn dann ein. Wenn er dann schwach genug war, dann bleibt er in der Falle drinne und dann hebt ihr die Falle auf und begebt euch wieder zum Datencenter und gebt auch diese Falle hier ein. So, wie ihr seht, habe ich jetzt die Erinnerung von Sabin und jetzt haben wir alle drei Erinnerungen gehabt von Sabin, Sokolov und von dem Brahms. Wenn ihr das dann alles habt, Leute, dann wartet, bis das hier alles zu Ende gesprochen hat und es wird hier eine Diskette spawnen und diese Diskette hebt ihr dann auf. Und wenn ihr dann die Diskette aufgehoben habt, dann begebt ihr euch zum Planungsbüro. Dort könnt ihr die Diskette nämlich hier in dieses Gerät hier stecken und dann hört ihr hier eine kleine Durchsage. Wenn ihr das gemacht habt, Leute, begebt ihr euch zur Omega Portalkammer, denn die ist jetzt nämlich offen. Ihr geht einmal da rein, Leute, und nachdem ihr einmal da drinne wart, geht ihr nochmal zu PAX und danach quatscht ihr auch noch einmal mit Ravanov am Spawn. Und wenn ihr das dann habt, Leute, dann gibt der Ravanov euch einen Code. Und mit diesem Code könnt ihr dann dieses Schließfach hier links neben Dr. PAX aufmachen und ihr bekommt einen Ätherradar. Als nächstes braucht ihr die Schaufel, Leute, und die befindet sich bei der verbrannten Verteidigung hier in diesem Bunker. Hebt diese Schaufel auf, denn diese Schaufel braucht ihr jetzt, um 3 Ethereum-Kristalle aufzugraben. So, wenn ihr die Schaufel aufgehoben habt, begebt euch zu Spot Nummer 1, das ist hier am Freigelände, drückt einmal auf Graben. Und es kommt ein Ethereum-Kristall. Den betätigt ihr einmal, Leute. Und ihr seht, überall spawnen verschiedene Kristalle. Und wir müssen jetzt diesen richtigen Kristall herausfinden. Wie ihr das Ganze macht, Leute, ist sehr einfach. Wenn ihr da reinguckt in die Kristalle, dann seht ihr da so einen weißen Rauch und so einen schwarzen Nebel. Und ihr müsst jetzt einen Kristall finden, wo dieser schwarze Nebel nicht da ist, sondern nur ein weißer Rauch. Also, Leute, nur ein weißer Rauch soll zu sehen sein, ohne diesen schwarzen Nebel drumherum. Und ja, ich zeige euch das jetzt mal. Und zwar kann das hier in diesem ganzen Bereich überall sein, in der Montage, draußen auf dem Gelände und im oberen Stockwerk. Wir laufen jetzt einmal alles zusammen ab und dann zeige ich euch, was ich meine. So, im oberen Stockwerk haben wir hier auch nochmal ein paar Kristalle. Der ist es auch nicht. Wie ihr seht, ist da immer so ein schwarzer Rauch drin. Und bei diesem hier, Leute, wenn ihr reinguckt, dann seht ihr nur ganz klar dieses weiße Rauch ohne diesen schwarzen Nebel. Und das ist dann der Kristall, den wir brauchen. Den hebt ihr dann auf, dann haben wir schon mal den ersten Kristall und wir begeben uns zu Spot Nummer 2. Der befindet sich bei der Dschungelverteidigung. Wenn ihr vom mittleren Geschütz runterspringt, da wo die Zombies spawnen, dann seht ihr auch schon oder beziehungsweise ihr hört schon so ein Piepen und ihr könnt dann an dieser Stelle den Kristall ausgraben. Wenn ihr das gemacht habt, dann spawnt so eine gelbe Kuppel um euch und es spawnen eine Menge Zombies, Hunde und Boss-Zombies. Ihr müsst dann alle töten, dann könnt ihr den Kristall aufheben. So, fehlt nur noch ein Kristall und dieser Kristall befindet sich bei den Baracken, Leute, wenn ihr hoch zum Datencenter laufen wollt, da unter der Treppe an dieser Tür. Und wenn ihr den dann ausgegraben habt, dann verschwindet der. Der kann nur hier irgendwo in dem Bereich sein, Leute, entweder in den 2 Baracken oder im Feldlazarett. Und ganz wichtig, wenn ihr den dann gesehen habt, dann müsst ihr auf Distanz bleiben, weil wenn ihr zu nah an diesem Kristall dran geht, dann verschwindet der woanders hin, aber auch innerhalb dieses Bereichs. Und wie ihr den einfängt, das ist ganz einfach. Ihr braucht dafür die Wunderwaffe und wechselt in euren Granatwerfermodus. Das macht ihr auf dem PC mit B und auf dem Controller mit dem Steuerkreuz nach oben. Und wenn ihr das dann habt, Leute, wechselt in diesen Modus und schießt mit eurer Granate quasi auf diesen Kristall, denn dann könnt ihr da hingehen. So, ich mach das mal. Ich schieße dagegen und wie ihr seht, ist ja dann diese rote Flamme drumherum und das quasi hält dann dieses Kristall fest und ihr könnt einfach hingehen und es aufheben. So, jetzt haben wir alle 3 Kristalle. Was ihr jetzt machen müsst, Leute, ihr geht zu jedem Reaktor, den ihr schon beim Packer Punch aktivieren benutzt habt und fügt da einmal ein Kristall ein. Der erste Reaktor ist hier beim Missionskontrollzentrum. Einfach hingehen und den Kristall einfügen. Und das macht ihr jetzt bei allen dreien. Der zweite ist hier beim Militärkommando. Dort macht ihr wieder dasselbe. Und zu guter Letzt nehmt ihr den beim Datenzentrum und fügt dann auch nochmal ein. So, das haben wir dann auch schon mal fertig. Und danach begebt ihr euch zur Omega-Portalkammer, Leute, zu diesem Riss. Und es wird hier dann so ein Dialogstand finden, dass der Riss in der Luft stabilisiert wird.
Das Ganze dauert ein bisschen, Leute. Ihr müsst ein bisschen warten, habt ein bisschen Geduld. Und wenn das dann alles fertig ist, dann begebt ihr euch wieder zum Planungsbüro hier an diesem Computer. Hierfür würde ich euch empfehlen, falls ihr eure Grafik-Settings niedrig habt, macht die Texturqualität ein bisschen höher, Leute. Denn ihr müsst jetzt auf diese gelben Punkte auf die Karte navigieren und diesen Punkt, wo unten rechts dann ein Fragezeichen erscheint, drückt ihr dann E oder X, je nachdem was ihr spielt, und richtet dann den Satelliten aus. Wenn ihr die Grafik-Settings niedrig habt, dann erkennt ihr da auf den Bildern einfach nichts. Und ja, so Leute, die Flaggen ignorieren wir einfach. Ihr navigiert zu diesen ganzen gelben Punkten, bis ihr dann wirklich diesen Fragezeichen habt. So, hier haben wir jetzt ein Fragezeichen, wie ihr seht, unten rechts. Und dann richten wir den Satelliten danach aus. Das Ganze dauert jetzt ein kleines bisschen. Und nachdem alles vorbei ist, Leute, begebt euch wieder zur Omega-Portalkammer und könnt von diesem Computer aus in den Bossfight. Hier erscheint jetzt, wenn ihr drauf gedrückt habt, eine kleine Cutscene und ihr werdet in den Bossfight teleportiert. So Leute, bei dem Bossfight könnt ihr auch noch eure Waffen punchen und vergesst nicht, ihr habt hier auch noch diesen Automaten, wo ihr alle Perks holen könnt, falls ihr keine Perks habt. Und der Bossfight an sich ist eigentlich sehr einfach. Ihr müsst einfach aufpassen, dass die Zombies euch drumherum nicht töten und den Boss totschießen. Hier gibt es auch einen kleinen Trick, Leute, für den Bossfight. Also ich habe das jetzt ganz im God-Mode gemacht, damit ich das ganz schnell aufnehmen kann. Aber falls ihr euren Ätherschleier habt, dann geht ihr hierhin, teleportiert euch raus und ihr könnt den Boss hier ganz in Ruhe abschießen. Hier werden auch keine Zombies töten. Wenn ihr jetzt da steht, wo ich stehe, kommen die Zombies natürlich. Aber wenn ihr die Treppen hier runterläuft und auf dem Weg steht, dann greifen die Zombies euch nicht an. Und nur der Boss kann euch mit seinem Feuerangriff angreifen. Aber das wird nicht reichen, um euch dann tot zu bekommen. Das war's dann mit dem Video, Leute. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, schreibt mir in die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Video.